So, wir sind im zweiten großen Gebiet. Zumindest in dem Gebiet, das dann auch eine Karte hat, auch wenn das auf der Karte ein bisschen geradliniger aussah. Schauen wir mal. Also, wir sind auf jeden Fall in Bastengar. Wenn du wirklich hier bist, um zu helfen, solltest du mit der Kommandantin sprechen. Du kannst sie in der Festung finden, in der Haupthalle. Ein bisschen was von dieser unterirdischen Burg bei die Zwerge. Ja, und ich habe gerade gespielt. Aber ich habe vor allem gerade die Vorhölle gelesen. Ich habe gedacht, ja, das passt. Auch wieder schön, die Optiken da oben, wie der Sand reinkommt. Ja, und hier links unten siehst du auch wieder irgendwie direkt was, wo du hin kannst. Ja, hier ist ja auf jeden Fall auch der Händler, ne? Ja. Wieder viel Vertikalität. Insgesamt auch ein besserer Umgang mit dem Weltendesign, finde ich, als bei The Search 2. Weil es da oft überladen wirkte und nicht so richtig gewirkt hat mit dieser, wie die Stadt eigentlich funktionieren soll vom Aufbau her. Ja, das Ding war, ich fand, du konntest The Search 2 immer ganz gut lesen von den Farben her. Das ist nur in sich zusammengefallen, sobald du halt in diesen schweren Bereich gegangen bist, wo halt alles grau aussah und du wusstest halt gar nicht mehr, wo du bist. Was erwarten Sie von mir? Oh, du bist es. Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Du schaufelst Sand? Ja, unsere Kutschen können die Brücke sonst nicht überqueren. Mit meinen Kräften würde das nur Sekunden dauern. Nein, danke. Ich will nichts mit deinen verfluchten Kräften zu tun haben. Klang übrigens auch wieder nach Rocket Beans Synchron-Abenteuer. Okay, das hätte ich jetzt nicht erkannt. Oh, schau mal nach da hinten. Das ist schon echt schöne Optiken. Ja, und überall da sind auch Sachen, das heißt, da muss man auch irgendwie hinkommen, ne? Ja, das ist schon, da unten leuchtet auch was. Ja, das glaube ich schon. Ist es nicht seltsam, dass so viele neue Gesichter hier ankommen? Auf jeden Fall. Wo? Wir waren schon so lange isoliert. Wo ist ein Amboss? Hier ist einer. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist halt echt immer noch keine von den Fackeln wirft einen Schein. Ja, gut. Ich glaube, das wird aber auch nicht mehr passieren. Hoffentlich ist das was mit der Unreal Engine 5 dann irgendwie langsamer zum Standard wird. Das Krasse ist halt, ich habe gerade jetzt viel Red Dead Redemption auf PC mit Emulator spiele, wie viel da denn halt schon dabei war in so einem alten Spiel. Sie haben hier nicht nur überlebt, sie haben es sogar geschafft, ihre Armee wieder aufzubauen. Cool. Warte mal, ich spreche noch mal kurz mit ihm. Wir sollten die Kommandantin nicht warten lassen. Sie scheint keine Frau zu sein, die es gewohnt ist zu warten. Und ich möchte nicht, dass du das gleiche Schicksal erleidest wie Arif. Gut. Wir sollten gehen und nachsehen, was sie besprechen wollte. Da hinten liegt noch eine Seite. Nee, warte mal, was ist das? Es ist nicht zu gefährlich für dich. Ich möchte lieber nicht verflucht werden. Das würde mich nicht wundern. Nach den Schreinen, die wir gefunden haben. Weiß nicht, steht eine Fragezeichen. Das Gauntlet ist begrenzt. Aber je mehr Stücke du findest, desto stärker wird er. Ah, das kann ich noch nicht rausziehen. Das wird dann wahrscheinlich irgendwas für eine neue Kraft noch sein, schätze ich mal, ne? Wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich jetzt tot. Ich weiß jetzt, dass ich auch Menschen helfen will. Also, ich muss ein Ritter werden. Gutes tun. Anderen helfen. Das ist der richtige Weg. Ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Aber ich will den Rittern nicht auf die Nerven gehen. Wenn du weißt, wie ich mich ihnen anschließen kann, sag es mir bitte. Ich sage dir Bescheid, wenn dir jemand helfen kann. Ich danke dir. Das ist auch ganz cool. Jetzt stellt sich auch ein bisschen heraus, dass diese Namen, die so auch ein bisschen so die Berufe sind, dass es auch durchaus vorteilhaft ist, weil wenn da jetzt irgendwie nur gestanden hätte, Tina, hätte jetzt niemand gewusst, wer ist jetzt eigentlich Tina. Aber so ich halt mag das auch grundsätzlich, dass sie dann hier auch wirklich auftauchen. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass das solche Geschichten sind, dass die dann halt nicht da sind, wenn du die in den Missionen nicht hilfst. Finde ich eine schöne Idee. Ja, damit oder dass sie was anderes sagt. Ne? Also. Ja. Ich mag das aber, dass das irgendwie eine Idee ist, dass sich das
cool anfühlt, wenn du den hilfst, ohne dass dir was weggenommen wird, wirklich. Weil, ja. Also, wenn du die Nebenmission jetzt nicht machst, verlierst du ja nicht viel. Oh, schau mal, da unten leuchtet was Rotes. Wo? Oh. Da hinten, da in die Richtung, wo ich jetzt hinschaue. Oh ja. Siehst du das? Die Frage, wo ist jetzt hier der normale Weg? Glaub nicht, dass der Weg irgendwie hier... Ich glaube, hier ist schon eher das Ende des Weges. So die Frage... Aber ich schätze mal, dadurch, dass es Bretter sind, wir werden ja wohl irgendwie wieder auch hier wegkommen. Hier kommen wir hoch. Okay. Es ist in so einem zerklüfteten Gebiet manchmal ein bisschen schwer dann zu lesen, wo könnte überall was sein. Weil siehst du das da drüben? Ja, das ist 100 Pro auch was, wo wir später hinkommen. Aber die Frage ist halt, sollen wir da jetzt schon hin oder eher nicht? Ich schau mir jetzt erstmal ein bisschen oben, bevor wir mit dir reden. Guck mal, das geht. Ey, und wer weiß, ne? Kann ja auch wieder gut sein, dass wir irgendwie ein paar Missionen bewachen als das hier? Ich nehme es vorgreifen. Ein paar Soldaten auf, anstatt mit einem ja, ein bisschen schöne Freiheit so eigentlich. In Valeries Forschungstagebuch. Wir hatten einen Durchbruch. Nachdem wir die Stücke wochenlang untersucht haben, die wir da unten gefunden hatten, bin ich mir jetzt sicher, dass sie Teile des Gauntlets sind. Ich war nicht darauf gekommen, zurück zu dem Krater zu gehen, in dem wir die Stücke gefunden hatten. Schließlich gingen wir zusammen. Sie schienen müde zu sein, aber sie verglich die Gravuren in den Kratern mit meinen Skizzen des Gauntlets. Als ich den Gauntlet hatte, war es mir nie aufgefallen. Unvollständig. Natürlich war er das. Deswegen war er auch instabil und deswegen haben wir versagt. Aber ich kann ihn jetzt fertigstellen. Ah ja, guck mal, siehst du? Also, die hat es auch verstanden, dass sie da ein bisschen überambitioniert war. Verfluchter Gauntlet. Du gehst also wirklich. Trägt man den Gauntlet, muss man wohl darauf erpicht sein zu sterben. Wie bitte? Nichts. Wenn du Valerie zurückbringen kannst, spielt das keine Rolle. Es ist gefährlich da unten. Da kannst du auch gleich diesen Essenzstein mitnehmen. Er kann die Verteidigung des Gegners durchbrechen. Das hat Valerie zumindest gesagt. Du kennst sie? Was meinst du damit, ob ich sie kenne? Jeder hier kennt sie. Und Arif, du bist hier der Außenseiter. Vergiss das nicht. Und lass dich da unten nicht umbringen. Wir könnten nicht einmal deine Leiche bergen. Okay. Ja, aber das Tor wird wahrscheinlich dann irgendwie noch im Verlauf der Geschichte aufgemacht werden. Ja, schätze ich auch. Weil wenn du mal auf der Karte guckst, das ist genau der Knotenpunkt, wo es dann in den oberen Bereich der Karte geht. Ah ja. Also das ist wahrscheinlich, müssen wir hier erst ein bisschen was machen, um dann da oben weiterzukommen. Ja. Guck mal, hier ist auch irgendwas Orangenes. Ein Emblem. Questgegenstand. Ist da aber schon mal gleich was gefunden. Sehr gut. Ein paar Heinis rum. Oh, warte mal, dann können wir dieses rote Ding hier auf von der anderen Brückenseite holen. Was ist das? Der Gauntlet ist noch nicht stark genug. Ah, okay. Okay. Sehen wir hier schon Sachen für später, die wir dann mal freischalten können. Oder hier in diesem Gebiet auch freischalten werden. Ne? Das kann da drüben ist Sir Frederick. Ja, das mit der Bewegungsfreiheit, das ist schon irgendwie cool. Hier diese ganz knapp geschafft. Wo bist denn du? Ach, da hinten bist du jetzt hin. Warte, dann gucke ich noch einmal kurz, was hier ist. Und dann springe ich auch einfach rüber. Wenn ich es denn schaffe. Weil hier ist auch gar nichts, ehrlich gesagt. Ne, hier ist nix. Also es war wahrscheinlich richtig. Wir können theoretisch hier an diesem Aquäduktgang, was auch immer, hoch. Hier ist ein Holzgerüst. Da lag auch irgendwas drauf auf dem Holzgerüst. Ja, das habe ich halt noch eingesammelt. Und deswegen okay, würde ich sagen, da kommen wir wahrscheinlich sowieso später noch hin. So. Ich habe gehört, dass jemand aus den verbotenen Wildlanden gekommen ist. Jemand von draußen. Mein Vater war unter den Rittern, die damals die Burg in der Wüste gehalten haben. Lionel von Caladrias.
Er starb als Feigling. Ich wünschte, ich wüsste, ob diese Legende wahr ist. Aber die Wildlande sind für uns gesperrt. Die zerschmetterte Burg. Dort habe ich das hier gefunden. Vielleicht ist das für dich von Interesse. Oh, ein Brief. Was steht darin? Er hat sich versteckt, um hilflose Familienmitglieder zu retten? Und ist dann im Kampf gestorben? Das ist ganz und gar nicht feige. Vielen Dank, dass du mir das gegeben hast. Hier, nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Auch cool, war keine das Quest. Das ist cool. Ne? Ja, ja. Das ist ja das, was mich so geärgert hat bei Watch Dogs Legion, dass sie diese Welt gebaut hatten und dann gab es halt diese paar Einsatzgebiete, die waren ja auch nett gestaltet. Also ich weiß zum Beispiel noch dieser, was ich sehr schön optisch fand, war die Busgarage. Und dann hast du da immer mal so Zettel und Datenpads und so gefunden, wo auch Geschichten drin erzählt wurden, so kleine. Aber sie spielten absolut keine Rolle. Sie hatten nie irgendwelche Konsequenzen, sie haben nie eine Quest ausgelöst, sie haben nie hat irgendjemand mal darauf reagiert oder irgendwas wurde damit gemacht. Das hat mich so geärgert, weil es so eine Verschwendung war, statt das wie halt ein vollwertiges Rollen. Ach guck mal, hier, die Lampe wirft einen Schatten. Ist ja geil. Statt das wie ein sauberes Rollenspiel zu benutzen, hier, die auch. Ah, schade. Und das halt irgendwie einzubetten in die Welt, war es halt, du hast halt richtig so gemerkt, ja gut, das hat offensichtlich noch so das, leg mal so ein paar Textblöcke hin, Team, geschrieben, wie das halt leider bei Ubisoft so oft der Fall ist. Muss man ja leider sagen in den letzten Jahren, ne? Also selbst Assassin's Creed Valhalla und Far Cry 6 hatten tolle Stories, aber wirkte alles so unzusammenhängend. Das war irgendwie so gefühlt. Also es ist wahrscheinlich so, weil es auch wirklich so gemacht worden ist, denke ich mal. Ich glaube, das liegt an der Art der Produktion. Wie dieser, ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird, Informationen von den Rittern produziert wird. Das ist nicht gut. Guck mal, jetzt sind wir hier unten. Gar nicht gut. Das ist ja geil. Und da steht auch Sporn. Oh, und Major hier. Und wir kriegen von Kastron, ja, und da Sie. Kriegen wir direkt die nächste Nebenmission. Sei gegrüßt. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Wobei? Wenn die Bewohner von Kastrum 7 jemals in ihre Heimat zurückkehren wollen, brauchen sie eine Kampfausbildung. Zu ihrer eigenen Sicherheit. Aber die meisten von ihnen sind verängstigt und widmen sich anderen Dingen. Ich konnte sie nicht überzeugen, zu trainieren. Du hast sie gerettet. Vielleicht hören sie auf dich. Vielleicht kannst du einige von ihnen überreden, sich den Rekruten anzuschließen. Wo soll ich anfangen, nach ihnen zu suchen? Mit den Leuten in diesem Lager habe ich schon gesprochen. Du könntest im Innenhof anfangen. Einige könnten auf dem Friedhof sein. Einige könnten sogar außerhalb der Festung sein. Ach guck mal, das ist zum Beispiel jetzt hier, da können wir wahrscheinlich Apfelblume oder Apfel, wie sie heißt. Ja. Apfeltralala, können wir wahrscheinlich wie hier hinbringen. Wie viele Leute möchtest du für dein Training? Für den Anfang würden 3 Personen reichen. Sie werden mit ihren Freunden reden und ihre Zahl wird wachsen. Da bin ich mir sicher. Schon direkt ein Drittel der Mission geschafft, würde ich sagen. Ich werde nach Leuten suchen, die bereit sind, sich ausbilden zu lassen. Das ist auch wieder vom Feeling her, sowohl dieses, dass die Leute mitkommen und man halt die bekannten Figuren wieder trifft und auch die Art und Weise der Quests und der Erzählung, das hat wieder totalen Gothic-Vibe. Ja, total. Das ist genau dieser Stil und diese Schule. Ja, und ich mag das aber auch, dass hier diese Leute, selbst wenn die halt keine Mission haben, dann, dass du mit denen teilweise reden kannst. Nee, natürlich, und ich mag das auch, dass du nicht mit allen reden kannst, weil das wäre sonst auch ein bisschen viel. Der sich auf der Suche nach Wissen in eine verbotene Festung wagt. Aber was er nicht weiß, es war nicht ohne Grund verboten. Ich verstehe. Außerdem gibt es eine Romanze und eine Nebenhandlung mit einem Geist. Und das alles in einer 14-stündigen Geschichte. Hier sitzt der alte Siebte. Sicher. Arif hat uns ausnahmsweise mal nicht im Stich gelassen. Du bist wirklich etwas Besonderes, sozusagen. Ich meine, es ist jetzt kein so klassisches Rollenspiel in dem Stil. Dafür sind dann die Figuren zu wenig und die Bitte, Geschichten, dafür ist dann dort. Auch zu viel. Hinter diesem Punkt ist es zu gefährlich. Zu viel so Devil May Cry-mäßige Action drin und Erkundung. Ja. Aber also die.
die Designphilosophie ist halt voll diese Richtung. Und das zeigt halt wieder, wie cool das ist. Dass man fühlt sich einfach verbundener mit dieser Welt und mit diesen Figuren. Ich finde ja, Edek 13 und Piranha Bytes sollten einfach zusammenlegen. Piranha Bytes Deck 13 übernimmt dann so das Gameplay. Ja, Piranha Bytes baut dann Welt etc. Ne? Und Piranha Bytes übernimmt vielleicht so Erzählung und Quest Design und Deck 13 übernimmt dann Kampfsystem und Grafik. Du fragst dich vielleicht, wer ist so leichtsinnig, in dieser gefährlichen Gegend Handel zu treiben? Nun, wenn da draußen jemand ist, bitte führe. So treffen wir uns wieder. Na, da hast du aber für Aufsehen gesorgt. Du hast einige Köche versucht. Hast du gewürgt? Keine Zeit zu reden. Keine Zeit zu reden. Nee, weil irgendwie, Dings hat halt schon, Elex 2 hat halt schon irgendwie gezeigt, dass sie da irgendwie an der Grenze sind. Also Piranha Bytes. Irgendwie muss das jetzt eine andere Richtung nehmen. Es war ja auch nicht mehr so erfolgreich, glaube ich. Also die Spielerzahlen waren deutlich drunter. Ich weiß nicht, ob es vielleicht über die Zeit dann halt noch. Aber es hat auch kaum Wellen geschlagen irgendwie. Ja, aber es war wieder so dieses, so gefühlt war es irgendwie in allem nicht so der Schritt nach vorne von Elex, den man sich gewünscht hatte. Ja. Also ich fand gerade irgendwie an den falschen Stellen. Also dieses, hat irgendjemand gesagt, mach die Welt größer? Nee, und gerade Elex hatte eben dieses wieder, wo ich dachte, ja, jawohl, ihr habt es wieder mit den Quests raus, ihr habt wieder das mit der Härte raus, so, und jetzt diese Systeme verfeinert, Kampfsystem verfeinert. Und es ist dann einfach erstmal mehr. Das hätte es für mich halt gar nicht gebraucht. Ich hätte halt gern gehabt, dass das, was da ist, erstmal gepolished wird, so mehr oder weniger. Genau, besser ist. Wenn du Zeit hast, könntest auch du die Gefallenen ehren. Haben wir gerade Grabsteine kaputt? Oh. Guck mal. Hast du gerade Grabsteine gemacht? Ich spreche mal lieber mit dem Grabwächter hier, bevor es schlimm wird. Ich bereite die Gräber der gefallenen Ritter für die bevorstehende Gedenkfeier vor. Bevor wir in die Schlacht ziehen, erinnern wir uns. Wer bist du und was machst du an diesem heiligen Ort mit diesem verfluchten Artefakt? Es tut mir leid, wenn der Gauntlet dich ängstigt. Aber ich habe dieses Emblem gefunden, das einem Ritter gehören könnte. Ja, in der Tat. Die Ritter brauchen jede helfende Hand. Sogar deine. Weißt du, die meisten Schlachtfelder sind jetzt von Phantomen verseucht. Dort ruhen die alten Embleme der Gefallenen. Es wäre gefährlich zu versuchen, sie zu bergen. Vielleicht könntest du beweisen, dass du einer von uns sein willst. Uns helfen, die Embleme unserer gefallenen Kameraden zu finden. Ja, das hieß ja das auf dem Friedhof. Ich dachte, guck mal, das könnte den Ritter. Ach, das eine? Okay. Siehe. Ich kannte sie gut. Ich werde dafür sorgen, dass es ihren Mann erreicht. Der Gedanke, dass Familien dank des Gauntlet mit ihren verlorenen Angehörigen wiedervereint werden, ist ein bisschen ironisch. Aber ich werde deine Hilfe annehmen. Hier, Beutelträgerin, die ist bestimmt eine, die wir rekrutieren. Gibt es eine Möglichkeit, den Ritter beizutreten? Oder einen Mann zu beeindrucken? Tut mir leid, dumme Frage. Ich wünschte, wir könnten einfach wieder ein normales Leben führen. Aber gibt es eine Möglichkeit, den Rittern beizutreten? Und sprich nicht mit meinen Geschwistern darüber. Das ist eine von den Ausguckerinnen, ne? Wo sind deine Geschwister? Ja. Was ist mit ihnen passiert? Adlerauge ist nach Litesta gegangen. Weitsicht ist damit beschäftigt, mit den Rittern Strategien zu entwickeln. Wir versuchen alle, den Verlust unseres Bruders auf unsere eigene Weise zu verkraften. Weitsicht hat es wahrscheinlich am schwersten getroffen. Aber sie versucht immer noch ihr Bestes, um ein Auge auf uns zu haben. Ein Ritter im Lager ist auf der Suche nach Rekruten. Vielleicht solltest du mit ihm reden. Ich muss ihn verpasst haben. Aber das kann sich ändern. Ich danke dir. Wir reden später. Sehr gut. Ja, das ist echt cool, dass die mitreisen. Es muss und ich wette, die andere Schwester treffen wir dann später in der Hauptstadt. Ja, und guck mal, hier ist der Weg, wo wir quasi hochgegangen sind. Und da sind wir dann ja
die andere Seite rüber. Dann holen wir mal schnell noch hier die nächste Rekruten. Apfelkern. Ich habe irgendwie die ganze Zeit Apfelstrudel im Kopf. Oh, ich hätte sogar Ein Ritter im Lager sucht nach Leuten, die bereit sind zu trainieren. Und ich will trainieren. Danke. Ich werde mich mit ihm treffen. Mega gut. Jetzt können wir auch das erstmal so richtig offiziell in diese Burg reingehen. Ach, ich mag Burgen, ey. Oh, guck mal, wie schön. Oh, schau mal, wie cool das hier aussieht. Das ist sogar richtig groß. Und wahrscheinlich kann man auch, guck mal, da oben sind auch wieder so Leuchten. Nee, gar nicht, habe ich mir eingebildet. Ich dachte, da hätte was geleuchtet. Nee, doch, da oben leuchtet was. Das heißt, wir können auch irgendwie wieder oben was erkunden. Hier direkt noch eine kleine Nebenquest. Oh Gott. Warte mal, ich spreche mal mit dem Dieb. Nimm sofort die Handschellen ab. Ich habe nichts falsch gemacht. Was ist denn hier los? Hey, du bist es. Du erinnerst dich doch an mich, oder? Ja, von unserer Karawane. Du warst der Morat bestohlen hat. Schon gut. Ich reise. Hör zu, die Wachen denken, ich hätte den Koch bestohlen. Ich habe mir nur angeschaut, was er zubereitet. Ich bin unschuldig. Ich würde gerne sehen, wie du das beweisen willst, wenn man bedenkt, dass es keine Zeugen gibt. Es gab welche. Ich habe ein paar Ritter gesehen. Sie sind die Treppe hinauf und sitzen am Tisch. Sie werden meine Unschuld bestätigen. Wir haben eine Belohnung für jeden versprochen, der uns weitere Informationen darüber liefert, was passiert ist. Wenn du also mitmachen willst, Trägerin des Gauntlet, weißt du, was zu tun ist. Bitte, ich stehe in deiner Schuld und ich kann mich von Tributen trennen, wenn du mir hilfst. Das war ein legitimer Handel. Das schwöre ich dir. Wo kann ich deine Zeugen nochmal finden? Die Treppe hoch bei den Tischen. Beeil dich, bitte. Warum beschuldigen dich die Wachen des Diebstahls? Sie behaupten, sie hätten gesehen, wie ich eine Essensration gestohlen habe. Das würde ich nie tun. Ich werde mal nachsehen, ob sie bereit sind, für dich zu bürgen. Natürlich werden sie das. Ich sage dir, ich bin unschuldig. Cool. Hier war noch eine Truhe, da war irgendein Färbemittel drin. Hier geht's zum Friedhof runter. Warte, jetzt will ich nochmal ein Gefühl für den Weg bekommen. Ach so, das ist dann gleich hier. Okay, genau. Das passt. Das hier ist, war der... Da sind wir gerade runter. Hier ist wieder der Weg, genau, okay. Bisschen, wo man eigentlich wie wo lang muss. Und was war hier noch drin in der Kapelle? Nichts weiter. Achso, da war einfach eine Truhe mit dem Färbemittel. Da oben liegt irgendwas auf dem genau. Dach. Das hatte ich auch gerade gesehen. Ah, hier ist ein betrunkener Ritter. Warte mal, mit dem spreche ich mal. Ah, der Träger des Gauntlet. Können wir dir helfen? Jemand wurde beschuldigt, Essen gestohlen zu haben. Weißt du etwas darüber? Der Typ, der vorhin wegen des Diebstahls von Pudding weggeschleppt wurde? Pudding wäre mir neu. Aber sonst klingt das richtig. Keiner von uns hat gesehen, dass er etwas Unrechtes getan hat. Obwohl er ein bisschen komisch aussah. Was meinst du mit komisch? Ich kann mich nicht erinnern. Wir waren mit Trinken beschäftigt, weißt du. Okay. Das ist, glaube ich, nicht so ganz die Antwort, die wir haben wollte. Nee. Ich kann jetzt nicht reden. Ich habe Mäuler zu stopfen. Zu viele, wenn du mich fragst. Okay. Der will nicht. Kommen wir hier hoch? Kannst du uns zeigen? Oh, aber hier, das ist auch wieder so ein Ding, was wir noch nicht benutzen können. Das da oben? Aber da ist doch ein... Nee, das ist ein Renn. Shit. Schnell hinterher. Immer so eben die falsche Taste drücken. Ja, das kenne ich. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ach du Gott. Oh. Aber selbst diese kleinen Rennen machen Spaß, auch weil es einfach auch nicht zu viele von denen gibt. Ah, da war übrigens gerade Arif im Knast. Ja, und vor allem halt, weil dieses Spiel halt auf die ganze Fortbewegung ausgelegt ist, ne? Ja.
Oh, schaffen wir es, schaffen wir es, schaffen wir es. Ja. Ja, aber es ist noch nicht vorbei. Ach du je. Auf jeden Fall schon mal noch zwei weitere Schriftsätze gesehen. Mhm. Alter! Und, wo führt's hin? Ganz Anfang. Das finde ich auch cool, weil ich mich am Anfang gefragt habe, so, wozu sind diese Rennen eigentlich gut? Mhm. Aber man muss einfach nur ein bisschen weiter gucken, dann sieht man's. Ja, die führen einen ganz gut durch die Welt. Einen kosmetischen Gegenstand, ein Helm eines Ritters von Bastengar. Das sind ganz schön viele Neuankömmlinge, was? Jetzt können wir aber noch mal kurz gucken, dass wir die Dinger noch einsammeln, die wir jetzt unterwegs gefunden hatten. Ja, das ist das Coole. Wir können im Grunde genommen diesen Weg noch mal... Ja, oder wir gehen einfach hier hoch. Das ist natürlich deutlich einfacher. Kommt man denn hier so weit hoch? Weiß ich nicht. Hier ist Sackgasse. Okay, mein... Ja, doch, ich bin hier hochgekommen. Einfach, an dem Ding da irgendwie hochspringen. Ja, ich fall total weit nach unten. Einfach hier. Hier drauf. Ich bin hier irgendwie komisch nach unten gefallen. Ach da, ja. Ey, aber geht's. Ich kann hier überall wieder hoch. Ach, guck mal, noch einfacher. Ich bin so komisch um die Ecke gesprungen, aber kannst einfach hier drauf und dann so einen Zickzack hoch. Ah ja. Wonderful. Finderin und die Ritter. Ah, das ist ein Audiolog. Warte mal. Wenn ich doch nur Vertrauen in die Ritter hätte. Wir wollen dasselbe, ja. Aber wir sind uns nicht einig über unsere Mittel und wie viel Zeit wir haben. Ich suche für sie Artefakte, die ihnen helfen können. Einige von ihnen sehen vielversprechend aus. Andere sind einfach nur Objekte. Ich habe unter anderem diesen seltsamen Gauntlet gefunden. Ich hoffe, Valerie kann ihn gebrauchen. Vielleicht verschwende ich mit all dem meine Zeit. Aber ich muss mich zurückhalten. Veränderungen brauchen Zeit. Ich muss geduldig sein. Hier oben ist auch noch einer. Warte. Wieso hat sie das nicht eingesammelt? Ich habe eine Reihe von Forschern geschickt, um Valerie bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Da gab es noch ein zweites? Kendra war... Läuft jetzt gerade, was? Nicht so begeistert. Aber hey, ich habe das Sagen. Im Moment. Valerie sagt, sie habe eine Verbindung gefunden zwischen diesem Gauntlet und den Kugeln, die sie Essenzsteine nennt. Der Gauntlet befähigt sie irgendwie zu benutzen. Ich habe die Forschergruppe damit beauftragt, alle Schriften über diese Steine zu sammeln. Alles, was Informationen über ihren Zweck enthalten könnte, nehme ich an. Vielleicht sind es nur Steine. Sie könnten aber auch der Schlüssel sein zur mächtigsten Waffe, die wir je gesehen haben. Ich habe auch gerade in der Entfernung noch eins gesehen, das hier auf der anderen Seite vom Turm ist. Warte kurz. Was ist hier in der Höhle? Zack, in einer Gefängniszelle. Da liegt noch eine Notiz. Reisepläne. Ich kann es kaum erwarten, Litesta zu besuchen. Man nennt sie die strahlende Stadt und ich will alles sehen. Die prächtige Kathedrale mit dem Turm der Essenz, Telos Sonnenuhr, die Präsenz des allmächtigen Gotteswesen muss in der Stadt zu spüren sein. So, jetzt können wir, glaube ich, jetzt haben wir, glaube ich, mehr oder weniger alles erledigt. Ich guck mal kurz auf die Karte. Gibt es da Anzeichen für, wo noch weitere Ritteranwärter sein könnten? Nicht wirklich, ne? Hier ist ein Durchgang, der markiert ist. Hier sind noch gefallene Ritter-Embleme zu finden. Also das ist alles dann für später, das mit den gefallenen Rittern. Und hier hinten ist vom Glauben zum Vertrauten. So. Hier unten ist übrigens noch Splinter. Vielleicht ist die ja auch für die Trainingssession geeignet. Ah, ich spreche mal. Hey, Gauntlet-Kraft! Das mit dem Freilegen des Tores hast du ja schnell erledigt. Woo! Ich nehme an, dass ich den Gauntlet nicht anfassen darf.
Und wenn ich bitte sage? Bitte, ich flehe dich an. Tut mir leid. Boah, es war den Versuch wert. Aber mir ist so langweilig. Ich will irgendetwas tun. Meine kreativen Hände können nicht so lange untätig sein. Du könntest dich nützlich machen. Im Lager gibt es einen Ritter, der nach Rekruten sucht. Interessant. Ich kann nicht kämpfen, aber ich habe Ideen. Und zwar viele. Neue Pfeile, Bögen, Helme. Oh, und Katapulte. Oh, Katapulte. Gut, dann lasse ich dich in Ruhe. Ich finde es schön, dass manchmal die Hauptfigur wirklich genau das ausspricht, was ich gerade denke. So, ja, ja, okay. Lass mal lieber. Es ist auch wirklich, es ist ja echt cool, dass man die mitnimmt. Also, dass die nicht einfach verschwinden, die Figuren. Das mag ich oft so in Open-World-Spielen nicht, dass ich von einem Missionsgeber zum nächsten gehe und die dann aus dem Augen, aus dem Sinn sind. So dieses typische GTA, ich klappere die Buchstaben auf der Karte ab und dann sind die aber auch raus aus der Geschichte. Ich mag das lieber, wenn die so ein bisschen so mitgezogen werden. Ich spreche noch mal kurz mit dem Dieb. Ja. Bitte sprich mit den Rittern, sonst lassen mich die Wachen im Gefängnis verrotten und werfen den Schlüssel weg. Ich habe mit den Rittern da oben gesprochen. Sie glauben, dass er unschuldig ist. Sie glauben? Ihre Erinnerung an die Ereignisse ist etwas verschwommen. Natürlich ist sie das. Das sind wahrscheinlich die Leute, die den ganzen Tag dort getrunken haben. Es tut mir leid, aber ich kann einem Haufen Betrunkener als Zeugen keinen Glauben schenken. Aber sie sind die einzige Hoffnung, die ich habe. Dann hast du Pech gehabt. Warte, Morats Erinnerungsstück. Die Brosche, hast du sie noch? Jetzt, wo du es erwähnst? Ja, er hat es nie zurückgefordert. Die ist doch bestimmt wertvoll, wenn du weißt, was ich meine. Ach komm, mit Morats Anliegen bestechen. Ich glaube, dass dieser Mann unschuldig ist. Was, wenn ich dir das hier im Gegenzug für seine Freiheit gebe? Woher habt ihr das? Oh, der Kerl hat es einem Karawanhauptmann gestohlen. Hey! Das ist das Abzeichen meiner alten Truppe. Wir wurden gefangen genommen. Verstehe. Dann solltest du diesem Mann dankbar sein für das Erinnerungsstück. Na gut. Ich werde ihn gehen lassen. Ich möchte lieber getadelt werden und das hier zurückhaben. Ich danke dir. Dankeschön. Das war ganz schön knapp. Ich habe die Nase voll von all dem. Ich werde mir einen ruhigen Ort suchen, an den ich mich zurückziehen kann. Leb wohl. Ja, den treffen wir doch bestimmt nochmal wieder. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier kurz eine Pause und dann geht's in der nächsten Folge erstmal mit der Hauptmission weiter, aber wir können dann auch die Rekrutierungsnebenmission abgeben. Also ich glaube, es gibt hier genug zu tun. Bis dann. Tschüss.